Damit hat es eigentlich nicht angefangen. Unser Freund Andrei kommt aus einer deutschstämmigen Familie. Seine Muttersprache ist aber Russisch. Und was machst du jetzt? Nach Hause gehen? Ja. Nichts? Und danach? Also das geht dich einen Scheißdreck an. Du kannst nicht viel von deiner Mutter lernen, aber das kannst du von deiner Mutter lernen. Erstens, man kann über alles reden. Und zweitens, was die Leute denken, ist scheißegal. Ich habe gefragt, ob du schwul bist. Hast du so eine Meinung? Ja, du hast Liebling gesagt. Ich hab... Man nennt das Ironie. Der wohnt in der Walachei. Wenn du sagst, ja, einer wohnt in der Walachei, dann heißt das, der wohnt in der Pampa. Und die Pampa gibt es auch nicht. Ich glaub dir kein Wort. Also entweder kannst du Jude sein oder Zigeuner. Schau mal her, Zigeuner ist keine Religion. Ein Jude ist Religion. Ich hatte meinen Arm aus dem Fenster gehängt und meinen Kopf darauf gelegt. Wir fuhren Tempo 30 irgendwo hinter Ransdorf. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Nachtischquiz. Alabasterkörper der Jugend. Meine Tante ist voll cool. Ihr seid jetzt zwei Früchtchen.